Name ist Maria Legert. Ich male großformatige Bilder. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass ich dieses rasche Konsumieren von Kunst, dass ich da entgegenwirke. Also meine Bilder sind nicht schnell zu konsumieren. Man braucht da gewisse Zeit. Der Kontrast ist reduziert. Dadurch kann das hier nicht alles sofort erkennen, kann nicht alles sofort verstehen. Die Bilder fragen irgendwelche Fragen und dadurch ist so eine schnelle Konsumierung nicht notwendig und auch nicht üblich normalerweise. Also die Betrachterinnen, die sich für meine Arbeiten interessieren, die nehmen sich Zeit, die Emotion zu empfangen oder halt auch fühlen zu wollen. Und es ist halt so ein Entgegenwirken gegen das Überkontrastierte in unserer Welt. Die digitalen Bildschirme, die alle einen schönen Kontrast haben, die alles super schnell konsumierbar machen, in Bruchteilen von einer Sekunde. Ich meine, jeder Künstler braucht Zeit, auch wenn die Arbeit selbst sozusagen in einer Sekunde passiert, ist da trotzdem sein ganzes Leben drin, sein ganzes Arbeiten an einer Technik, an seiner Sprache, an seinem Dialekt, mit Farb oder mit Formen umzugehen, Komposition zu finden in dem Format und so. Das sind so viele Aspekte und im Grunde ist es so, dass die vierte Dimension sozusagen aufgelöst wird in der Arbeit der Künstler. Und das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja alle keine Zeit mehr haben, alle Angst vorm Altern haben und deswegen sollte man das vielleicht einmal zum Stillstand bringen und das relativieren.